4 Weltcupsiege, 2 Gesamtweltcupsiege in Folge und die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen. Wann hast du selbst realisiert, was das für eine erfolgreiche Saison war? Ja, das hat lange gedauert. Gerade die Olympiamedaille, das geht alles so schnell und ich habe mich riesig gefreut und das ist alles so emotional. Aber in der Zeit ist so viel passiert, dass ich schon eine sehr, sehr lange Zeit gebraucht habe und mir öfter die Medaille angeschaut habe und auch meinen Lauf nochmal, ich das realisiert habe. Und ja, selbst jetzt ist es eigentlich immer noch so unwahr, dass dieser Wettkampf, auf den man sich so lange vorbereitet, so schnell vorbeigegangen ist und ja, für mich so gut gelaufen ist. Und ja, ist für mich immer noch eine Riesenmotivation, jeden Tag, jetzt für die nächsten 4 Jahre. Warum hast du dich nach Olympia von deiner langjährigen Trainerin Kathi Wichterle getrennt? Ja, also für so einen Wechsel, sage ich jetzt mal, war eigentlich jetzt der beste Zeitpunkt nach Olympia. Wir hatten uns vorher sowieso auf den Zyklus geeinigt, weil sie selber auch ihren Beruf nicht ganz aufgeben wollte. Und ja, ist jetzt in diesem wieder komplett zurückgegangen, hatte auch eine eigene Praxis. Und dann haben wir uns so getrennt. Ich trainiere jetzt mit dem Heiner Preute zusammen, der für Winterberg, für den Stützpunkt sowieso zuständig ist, was für mich dieses Jahr sehr gut war, weil ich zusammen mit der Annika Dratzek in der Ausbildung bei der Bundespolizei tagtäglich zusammen trainieren konnte, konnten uns gegenseitig pushen und ja, hat alles gut funktioniert. Mit welchen Erwartungen gehst du in die neue Saison und vor allem in den Weltcup-Auftakt in Sigulda? Ja, ich erwarte natürlich oder mein Ziel ist es, gut in die Saison zu starten, das ist immer wichtig. In Sigulda, da sind wir alle sehr gespannt. Ich war einmal da. Ich weiß, dass die Bahn sehr anspruchsvoll ist. Die hat es in sich und kann auch mal wehtun. Aber ich freue mich trotzdem drauf, noch mal hinzufahren. Ich bin neugierig, wie es jetzt, ich glaube, 6 oder 7 Jahre später sich zu fahren lässt. Und ich werde mein Bestes geben und hoffe, dass ich an die Leistung von letztem Jahr anknüpfen kann. Auf welchen Weltcup freust du dich besonders? Also mein Lieblingsweltcup ist mein Heimweltcup. Noch nicht mal, weil es jetzt unbedingt meine Lieblingsbahn ist. Winterberg gehört auf jeden Fall dazu. Ist meine Heimbahn, mein Wohnzimmer unter den Bobbahnen. Aber für mich ist es immer ganz besonders, weil meine Familie vor Ort ist, meine ganzen Freunde und ja, das eine riesen Unterstützung für mich ist und die Stimmung wahnsinnig gut ist und das ist einfach, ja, fühlt sich an wie zu Hause, ist auch ein Stück weit so und deswegen freue ich mich auf den Weltcup ganz besonders. Auch auf Königssee freue ich mich sehr und dieses Jahr geht es nach Calgary, wo ich auch lange nicht mehr war, wo ich mich auch drauf freue. Und für die WM, ich musste meinen Pokal jetzt schon abgeben und mein Ziel ist natürlich, den wieder zurückzuholen. Da werde ich alles geben. Whistler hat es ähnlich wie Sigulda auch sehr in sich, da kann in 4 Läufen bei einer WM viel passieren, aber mein Ziel ist auf jeden Fall, eine Medaille zu holen und am liebsten den Pokal.